Ja, hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Kanal-Update hier bei Absturz Zockt Let's Play. Ich bin der Rob und ich habe mir gedacht, jetzt bei diesem herrlichen Winterwetter können wir ein bisschen latschen, was euch eigentlich jetzt auf dem Kanal so erwartet. Und das passt ja auch wie die Faust aufs Auge, die Ampel natürlich direkt rot, aber ein bisschen mehr Zeit. Ja, was wollte ich euch sagen? Es kommt jetzt ein bisschen was auf euch zu, was ihr meines Erachtens nach auch als Abonnenten, als Familie von uns mit wissen solltet. Nämlich es kommt Far Cry 5, gibt es dann als Nachfolger von Assassin's Creed Unity im Let's Play täglich 6.30 Uhr. Dann kommt auf euch zu natürlich, noch läuft ja Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Aber auch dafür ist bereits ein Nachfolger gefunden. Assassin's Creed Rogue HD Remastered. Diese Woche erschienen für PS4. Und das bedeutet natürlich für uns Assassinen, dass wir das auch zocken werden. Nämlich mit euch zusammen im Livestream, dass ihr euch ein schönes Bild von dem Spiel machen könnt. Würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr da mit einschalten könnt. Ja, das war es erstmal für die Singleplayer-Spiele. Kommen wir zu den Multiplayer-Spielen. Im Koop mit dem Originalabsturz zockt Let's Play Team, nämlich ich denke mal mit Uwe oder mit David, werde ich The Way Out spielen, diesen Prison Break Verschnitt für die PS4. Es geht um einen Gefängnisausbruch, geht nur im Koop, also geht nur zu zweit und man muss eben verschiedene Wege einschlagen, um aus diesem Knast auszubrechen und wir sind eben gespannt, welche Wege sind richtig und welche nicht. Freue ich mich wirklich wahnsinnig doll drauf, weil es ist mal was anderes. Kommen wir dann jetzt zum Squad-Player und zwar zu Fortnite. Fortnite spielen wir ja gerade mit Miss Fuzzle, mit Monster Keks und mit Casey. Die Kanäle findet ihr ja alle in der Kanalinfo. Könnt ihr gerne mal vorbeischmökern. Und wir haben uns jetzt gedacht, na gut, okay, wenn wir das schon zu viert so spielen können, wenn das so gut bei euch ankommt, dann holen wir uns immer mal einen kleinen Special Guest mit rein, einen anderen YouTuber. Und da könnt ihr auch gerne unter die Fortnite-Videos, egal bei wem, drunter schreiben, dass ihr gern mit dabei wärt. Und dann losen wir das Ganze aus und dann zocken wir auch mal mit den anderen. Also wie gesagt, Special Guest ohne Vorankündigung. Nur derjenige selbst wird wissen, wenn er eingeladen wird. Machen wir weiter. The Forest. The Forest kommt ja auch gut bei euch an mit dem Big Quantum und der Anne. Die zwei Kanäle findet ihr auch, wie gesagt, in der Kanalinfo bzw. unter empfohlene Kanäle. Geht weiter und im Anschluss an The Forest werden wir trotz allem auf PC weiterspielen, nämlich dann DayZ, H1, Z1 Royal Rumble und später dann auch Sea of Thieves, also seid gespannt, freuen wir uns. Und im Endeffekt kommen wir jetzt auch nochmal zum Thema Livestreams. Ihr wisst ja Bescheid, dass ich unter der Woche täglich 18.30 Uhr einen Livestream mache. Durch die Arbeit wird sich das Ganze aber verschieben, also bitte nicht böse sein, wenn ich da spontan mal nicht livestreamen kann. Ihr wisst ja, Arbeit, Job, Familie und Gesundheit stehen immer noch über YouTube. Also dann da auch bitte nicht böse sein, wenn das mal nicht so hinhaut, wie wir das möchten. Ja gut, das war's erstmal jetzt für das kleine Kanal-Update. Wie gesagt, ganz viele spannende Kanäle findet ihr bei den empfohlenen Kanälen direkt auf der Startseite von Absturz Let's Play. Und ich werde euch natürlich auch dann auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, Far Cry 5 als Special, The Way Out und für die Assassinenfreunde Rogue Remastered für die PS4. Ende April dann noch The Forest, das werden wir auch in der Absturzzockt Uraufführung, also Urbesetzung, werden wir das spielen mit dem Dan, dem Uwe und dem David. Und ich denke mal, der Jörn und der Maxi, die werden auch mal wieder mit am Start sein, also freut euch drauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit am Ball bleibt und ja, liebe Grüße, bis dahin dann, euer Rob von Absturz Zockt. Ciao ihr Lieben!